Pyrocracker Fireworks. Heute zeige ich euch mal meine gesamten Feuerwerksreste, die ich so habe. Ihr seht hier gerade alle meine Reste, bis auf meine Raritätenkiste. Die werde ich euch dann nachher natürlich auch nochmal zeigen. So, ich dachte, ich nutze den Anfang des Videos nochmal dazu, euch ein paar allgemeine Informationen mitzuteilen. Zuerst möchte ich euch sagen, dass ich dieses Jahr in keine Sommerpause gehen werde. Also nicht so wie letztes Jahr. Das heißt, im Sommer werden dann weiter Videos folgen. Ja, das andere ist, dass ich an Pfingsten, wie viele andere von euch auch vielleicht, in Gramüritz sein werde. Ja, und dann bitte ich euch jetzt, in diesem Video gut aufzupassen und mir dann in die Kommentare zu schreiben, welche Feuerwerksartikel ihr gerne in Gramüritz sehen würdet. Da werde ich dann natürlich was zünden und das auch mit der Kamera für euch festhalten. Ja, schreibt mir das einfach in die Kommentare. So, jetzt geht es aber richtig los mit meinen Feuerwerksresten. Ja, ich würde sagen, fangen wir mit dieser roten Kiste hier an. Ja, hier haben wir halt so ein bisschen eine Wühlkiste, würde ich mal nennen. Hier haben wir so ein paar Reibkopfknaller von Keller, von Weco, von Pyropetan, Weco Blitzknatterbälle, Silberwirbel von Weco, Metroiden, Mini-Knaller. Ja, das muss ich jetzt nicht alles genau erklären. So, dann haben wir hier eine Packung Powerballs von Keller, ein Turbo-Flyer von Nico. Dann haben wir hier eine Packung Riesenknallfrösche von Panda. Eine Packung Strobes von Nico. Dann eine Schachtel Silberwirbel von Nico. Ein Crackling- und Knallsortiment von Keller. Dann nochmal eine Schachtel Powerballs von Keller. Dann sind hier drin Leslie Top Spinners. Dann haben wir hier eine Packung Komet D-Böller vom vorletzten Jahr. Dann haben wir hier eine Packung China Knaller von Weco. Und noch eine Packung China Böller D von Panda Feuerwerk. So, dann kommen wir jetzt zu der zweiten, etwas größeren Wühlkiste. Hier rechts haben wir nur Wunderkerzen, also alles voll mit Wunderkerzen. Hier alles voll mit Knallerbsen. Ja, die Wunderkerzen und die Knallerbsen sind aus den ganzen Sortimenten, weil ich die irgendwie, dazu habe ich halt nie Bock, die irgendwie zu zünden. Ja, und hier links haben wir dann den etwas interessanteren Teil. Ja, was haben wir hier? Ein D-Böller von Nico, Importeur oder Hersteller Nylong Hong. Ja, dicker Brummer, Komet, wieder viele Reibkopfknaller, Panda-Knallfrosch, Partyknaller. Ja, viele Bienen haben wir auch. Dann ein D-Böller von Panda hier. China-Knaller von Weco. Das ist ein alter. Ja, was ist hier nicht interessantes noch drin? Halt so eine Klasse 1, Klasse 2 Wühlkiste. Hier so ein kaputter Knallfrosch von Komet mit grauer Lunte. Ja, Pyrocracker Komet, also die ist jetzt nicht mehr so interessant. Würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Teil. So, kommen wir jetzt zu den ganzen Displays und Böllerschinken, die ich noch habe. Ja, hier haben wir ein Display Feistels Darkis aus meiner Hollys Allerlei Bestellung. Ja, also alle Displays, die ich habe, von Klasse 1 sind aus der Hollys Allerlei Bestellung und somit alt. Ja, hier haben wir ein Moog Nico Silberwirbel Display. Dann haben wir hier ein Schinken China Böller D von Leslie. Das ist die ganz aktuelle Charge. Ja, dann haben wir hier ein Schinken Packet Cracker von Nico, wo ich gerade sehe, dass hier auch noch eine Packung Mini Knaller von Weco drin ist. Ja, sonst hier noch so ein paar Packet Cracker Matten. Ja, kommen wir jetzt zu dem Flitze Feuerstein Display von Weco. Ja. Dann haben wir hier einen Schinken China Böller D von Panda. Also der ist nicht mehr ganz voll. Dann haben wir hier auch noch ein paar Pyrocracker Packungen von Panda. Ja, dann haben wir hier Panda kubische Kanonenschläge im 10er Pack. Da sind alle kubisch, die ich noch habe, drin.
Panda, sehe ich hier, nochmal Panda, Weko, Keller und nochmal Panda. Ja, dann haben wir hier noch einen Schinken Leslie Superböller 2, der ungefähr noch zur Hälfte gefüllt ist. Also das gleiche Design haben auch die D-Böller, wie gesagt, die ganz aktuelle Charge. Dann haben wir hier einen Schinken Booster D von Panda, der auch noch ungefähr halb voll ist. Ja, hoffentlich bekomme ich dieses Jahr dann nochmal einen Schinken von, weil die Dinger waren richtig geil. Dann haben wir hier einen Schinken China-Böller D von Nico. Ja, da sehe ich, sind hier noch zwei Packungen Pyro D-Böller drin. Ja, und der Rest sind halt Nico D-Böller. Und zu guter Letzt haben wir hier noch ein Moog Nico Starkids Display. Ja, es hat genauso wie das weiße Starkids Display 20 Schachteln. Also insgesamt 200 Stück. So, kommen wir zu meinen gesamten Raketensortimenten, Raketen und Bombenrohren, die ich noch habe. Ja, hier ist mal zu einer kleinen Batterie, und zwar der Saturn Missiles von Panda. Dabei handelt es sich um eine 25 Schuss Pfeiffer Batterie. Ja, weiter geht's mit der Moog Dragon Rakete. Also eine Rarität ist das natürlich. Dann haben wir hier eine Green Glitter Rakete von Nico. Dann haben wir hier eine Fallschirmleuchtrakete von Weko mit dem alten Weko-Warenzeichen, wie man hier sehen kann. Ja, dann haben wir hier eine kleine Space Sound-Rakete von Keller. Ja, die haben sich wohl dazwischen gemogelt. Das sind zwei Leslie Morning Glory. Hier ist der zweite. Ja, dann haben wir hier eine Fallschirmrakete in Blau von Nico. Dann hier eine Fallschirmleuchtrakete, diesmal aber von Nico. Jetzt hat das gleiche Design wie die Weko, aber ist halt von Nico. Ja, dann kommen wir hier zu römischen Lichtern. Das sind die von Nico im Dreierpack. Ja, die haben halt 15 Schuss. Dann haben wir hier eine Schachtel Mini-Raketen von Panda, wo schon zwei draußen sind. Ja, weiter geht's hiermit. Das ist eine Cobra Rocket von Moog Nico oder Feistel müsste die sein. Da steht halt kein Hersteller drauf. Ja. Hier haben wir eine Schachtel Nico Flashbangs. Das sind Salutbombenrohre. Die müsste eigentlich auch jeder kennen. Da sind halt nur noch drei Stück drin statt 10. Ja, hier haben wir noch mehr lose Raketen. Hier haben wir eine Schüttrakete von Nico aus dem Top 10 Raketensortiment. Ja, dann haben wir hier noch eine Schüttrakete von Nico aus demselben Sortiment. Hier noch eine. Und hier die letzte. Ja, dann haben wir hier halt noch Pyroart Kugelkopfraketen aus dem XP12 Raketensortiment. Das sind halt die X7 Kugelkopfraketen. Ja, hier haben wir die in Gelb. Dann nochmal eine in Gelb. Eine in Lila. Und eine in Blau. Ja, die habe ich an Silvester extra nicht verschossen, weil ich mir die unbedingt noch für Grand Müritz aufheben wollte, weil das meiner Meinung nach einfach einen richtig geilen Effekt haben. Dann kommen wir hier nochmal zu einer älteren Rakete. Das ist die Zenit-Rakete von FKW Keller. Ja, dann haben wir nochmal eine Kugelkopf-Rakete von Pyroart. Und zu guter Letzt eine Burst-Rakete von Nico. Ja, dann haben wir hier noch eine Schachtel Golden Knight Raketen, Goldfit Raketen von Weko. Ja, da sind ungefähr noch so 10 Stück drin. Und hier haben wir halt noch ein römisches Licht von Weko, ein Magical Shock nennt sich das, mit 10 Schuss. So, kommen wir zu guter Letzt noch zu den
Raketensortimenten, die ich noch habe. Ja, hier haben wir ein Leslie Thunder Kong Power Pack. Das ist ja eine Schachtel Thunder Kong Max raus. Ja, dann ist hier noch eine Schachtel Thunder Kong Whistling, Thunder Kong Soccer und nochmal Thunder Kong Max. Ja, außerdem beinhaltet dieses schöne Set noch Thunder Kong Knallraketen. Da sind noch alle 4 Stück enthalten. Ja, dann haben wir hier eine komplette Schachtel Diabolo JF4 Raketen von Jorge. Dann haben wir hier ein altes Raketensortiment, das Miami von Nico. Ja, da ist halt die Golden Star Rakete drin, also alles mit dem Mokan, Purple Star, alte Knallfrösche, nochmal Golden Star. Dann hier Monkey Raketen, alte Böller mit dem Bobby Cover, China Knaller. Ja, und hier hinten noch ein schönes altes römisches Licht. Ja, dann haben wir hier die Tornado Raketen von Jorge, wo halt nur noch eine drin ist von 6. Dann haben wir hier 2 Dorado Raketensortimente von Veko. Ja, hier sind erstmal 4 Rubin Raketen. Ja, hier sind Goldflitter Raketen hier. Und die gelben, das müssten Sirenenraketen sein. Ja, dann haben wir hier halt nochmal ein Dorado Set. Und zu guter Letzt noch ein Demon-Raketensortiment, wo aber nicht nur Demon-Raketen drin sind, sondern hier eine Colorstar-Rakete von Mohniko, eine blaue Demon-Rakete, nochmal eine Colorstar-Rakete von Mohniko und eine gelbe Demon-Rakete von Jorge. So, zu guter Letzt kommen wir, wie schon versprochen, zu meiner Klasse 1 und 2 Raritätenkiste. Fangen wir doch gleich mal an. Hier haben wir eine Schachtel Teufelsringe von FKW Keller. Dann haben wir hier einige Packungen Bopip China Böller A. Das ist zwar nicht das ganz alte Cover, aber die haben wenigstens noch grün-weißes Backcover. Dann haben wir hier einige Schachteln von denen. So, dann haben wir hier eine Schachtel Mogniko Fritze Feuerstein. Mit grauer Lunte sind die. Ja, dann haben wir hier eine Packung Mogniko Irrlichter in der Tüte. Machen wir hier weiter. Und zwar mit den Pyroetten von Mogniko. Ja, eigentlich auch sehr schön. Ja, dann haben wir hier von Nico müssten die sein, genau. Das sind halt die mit den, also mit einem seltenen Cover, wie ich finde. Meiner Meinung nach gibt es das halt nur in Österreich. Nur ich weiß halt nichts darüber. Das habe ich halt nur in einem Laden gefunden und habe sie dann mal mitgenommen. Mehr Schachteln gab es da auch leider nicht, sonst hätte ich natürlich mehr mitgenommen. Also wenn ihr mehr über die wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ja, dann haben wir von denen. Nein, hier kommt erstmal eine Schachtel Pure Cracker von Komet. Hersteller NN. Ja, genau. So, dann kommen wir aber hier noch zu welchen. Hier haben wir Godzilla Godzilla. Also mit den, die sind halt aus der gleichen Reihe. Das ist halt wieder von Nico. Diesen seltenen Cover. Ja, dann haben wir hier Pyrocracker Packungen von Komet. Hersteller NN. Davon müsst ihr noch sehr viele haben, aber machen wir erstmal hiermit weiter. Das sind Mogniko Hexentanz. Genau, da ist noch eine drin. Also das sind halt Klasse 2 von 10, die älter sind. Ja. Machen wir hier weiter mit den Nico Laserballs. Die sind halt aus der Future World Serie. Ja, und hier hinten ist halt der Mokan. Ja, kommen wir jetzt zu den Color-Fackeln. Die sind von FKW Keller. Ja. So, dann haben wir hier noch eine Packung
China Cracker mit diesem seltenen Cover. Und hier hinten eine Packung Pure Cracker von Comet. Ja, dann haben wir hier eine 4-Farben-Fontäne von Comet, die eigentlich recht schön ist für ihr Alter. Ja, machen wir hier weiter. Hier haben wir eine Schachtel Feistel Star Kids. Kommen wir jetzt zu den Feuerlingen von Feistel, sind die. Also sehr schön. Das sind halt Irrlichter. Dann haben wir hier A-Böller. Auch mit diesem seltenen Cover, auch von Nico. So, dann haben wir hier Moog Nico Knattermaxe in der Tüte. Schön mit grauer Lunte. Dann haben wir hier Luftpfeifer von Nico, also Moog Nico. Ja, dann haben wir hier Space Twister von Keller, die jetzt noch nicht besonders alt sind, aber dafür nicht mehr produziert werden. Und da sind die halt für mich eine Rarität, die sind noch mit Zerleger. Dann haben wir hier eine Schachtel Moog Nico Tolle Bienen. Hier haben wir eine Packung Star Kids von Vico, hier mit dem Kingsplay Logo. Dann haben wir hier kleine Klasse 1 Vulkane, die Magic Stars von Vico, hier mit schön mit dem Kingsplay Logo. Dann haben wir hier eine schöne alte Farbrauschfontäne von Feistel. Ja, dann haben wir hier eine volle Packung Moog Nico Hexentanzfontänen. Dann haben wir hier Satelliten von Moog Nico. Ja, dann haben wir hier einige Packungen Knallfrösche von Comet mit grauer Lunte. Hierbei handelt es sich halt um Knallfrösche B. Tue ich mal schnell alle Packungen hier raus. Ja, so machen wir mal hier weiter mit Feuerwespen von Veko. Hier haben wir alte Feuerringe von Comet. Ja, hier haben wir halt so eine Mischtüte, sage ich mal. Hier nehme ich mir immer Sachen raus, um die zu zünden. Ja, hier ist halt alles drin. Vom alten China-Knaller zum Luftpfeifer, zum Feuerwirbelsprungrad. Ja, also das ist halt die Tüte, wo ich halt immer was rausnehme, was von zünde. Aber das sind halt nur Artikel, die ich hier sozusagen doppelt habe. Also werdet ihr die gleich auch nochmal sehen. Ja, dann hier nochmal eine Packung Feiste Star Kids, habe ich ja schon mal gezeigt. Also das ist die zweite Packung. Dann haben wir hier eine Schachtel Moog Nico Feuerwespen. So sehen die aus. Also sehr schön. Ja, dann haben wir hier eine Schachtel Moog Nico Pirouetten mit grauer Lunte. Hier eine Packung Leuchtkäfer von Moog Nico. Ja, dann haben wir hier eine Schachtel Moog Nico Pirouetten in der Tüte. Hier eine Schachtel Irrlichter von Nico. Na, ich weiß jetzt nicht, ob die so alt sind. Und dann haben wir hier eine Schachtel Brummkreisel von FKW Keller. Dann haben wir hier eine Schachtel Schmetterlinge von Veko. Dann haben wir hier nochmal eine Packung Hexentanz von Moog Nico. Also eine volle. Dann haben wir hier zwei Clowns Nummer 3 von Comet mit Speedys Nachtfaltern und einem Drachenfeuervulkan. Hier das erste. Und hier das zweite. Ja, dann haben wir da hinten diesen China Böller D von Veko. Die sind von 2010. Das ist jetzt zwar keine richtige Rarität, nur ich lege das halt hier rein,
um die aufzuheben, damit es bald sozusagen eine Rarität ist. Ja, dann haben wir hier Komet Heulpfeifer. Hier halt noch eine Packung. Ja, hier haben wir noch eine Packung Zauberlichter von Nico. Die sind halt mit dem Mokan und somit alt. Ja, das war es jetzt halt mit den ganzen Kleinkram von Klasse 1 und 2 Raritäten. Jetzt kommen wir zu den größeren Sortimenten. Hier haben wir ein Pure Pack von Komet mit Kneifrosch mit Graulunte, der 4 Farbenfontäne, Superböller 1, Pure Cracker und da hat noch Luftheulern. Ja, dort hinten haben wir das ganze Set noch einmal. Ja, und hier haben wir dann noch ein Crash-Sortiment von Nico mit dem Bopip-Cover. Ja, davon ist halt der Hersteller Nuilong Hong, alles grün, was ist Backcover. Dann haben wir hier ein Crash-Sortiment von Nico mit dem Kevins-Cover. Ja, hier ist halt Hersteller oder Importeur, weiß ich jetzt nicht genau. Genau, Importeur, Georg Richter. So, dann haben wir hier nochmal ein Crash-Sortiment von Nico mit dem Bopip-Cover. Nochmal eins mit dem Bopip-Cover. Kevins-Cover. Kevins-Cover. Und dort unten nochmal eins mit dem Kevins-Cover. Ja, das war es jetzt mit meinen gesamten Feuerwerksresten, die ich noch habe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, dran denken, in die Kommentare schreiben, was ich mit nach Graumüritz nehmen soll. Ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis dahin, ciao.